geilste Regionalliga Deutschlands. Nur bei Sport Total. Wird präsentiert von Schau ins Land Reisen. Und in wenigen Augenblicken geht's dann los mit dem 14. Spieltag der Regionalliga West hier auf der Westkampfbahn. Und ab dafür Ihnen und euch viel Spaß bei dieser Partie in Düren hier auf Sport Total TV. Erster Versuch von Rot-Weiß über Tankulic ins Umschaltspiel zu gelangen. Burak Kamoglu auf der rechten Seite heute, der Rechtsverteidiger. Versucht nach vorn zu gehen, stellt zunächst den Block. Erste Ablage, erste Reingabe, erste Tormöglichkeit in der Mitte, Ömer Usun. Lang gebracht, Kopfball nochmal scharf gemacht. Aber da kann er in der Mitte nicht gedrückt werden. Yannick Borgmann war der, der als letztes am Ball war. Tankulic, gut gemacht. Usun! Der Top-Torjäger von Aalen, fast mit dem 1:0. Etwas mehr als eine Viertelstunde vorbei. Werden wir beobachten, ob er noch rund läuft. Anspiel über rechts. Jetzt gibt es etwas Konfusion im Strafraum. Rot-Weiß Aalen. Und da liegt der Ball im Netz. Das erste Mal Jubel auf der Westkampfbahn. Könnte es sein, dass Yannick Schlösser den noch berührt hat? Ganz klar ist es nicht. Eventuell ging die Flanke auch direkt ins Gehäuse von Luis Ackermann. Backert mit der Flanke. Schwer zu sagen, ob da Yannick Schlösser noch dran war. Eventuell ist er einfach hinten reingefallen und wir geben das Tor dann nicht Schlösser. Möglichkeit, Schlösser auf und davon. Aber nur ein Schüsschen abgewehrt von Luis Ackermann. Schlösser. Guckt wieder das 1 gegen 1 gegen Baxfield. Und da wäre es fast gewesen, das 2:0. Zum zweiten Mal Düren ganz knapp davor. Ja, voll unter Druck. Abspielfehler. Tankulic, der Kapitän. Abschluss. Tyson lässt prallen. Abgestaubt vom Top-Torjäger Ömer Usun mit dem Ausgleich. Aalen trifft. Stark reingekommen in diese zweite Spielhälfte. Tankulic nicht attackiert, zu spät attackiert. Flugeinlage von Tyson. Und Usun steht dort, wo ein Top-Torjäger, so sagt man das ja im Sportreporter-Sprech, stehen soll. Davor möchten da Konfusion stiften vor Yannick Tyson. Das gelingt fast. Tormöglichkeit für Reitmeier. Wie gesagt, Konfusion vor Tyson. Reitmeier kommt mit dem Kopf ran. Der Ball noch abgewehrt. Ja, Matuschik und Brock im Zusammenspiel. Werden vom Ball getrennt. Zvetkovic nimmt es mit allen auf. Tankulic hat den zweiten Ball. Wieder der Fernschuss! Traumtor von Luka Tankulic! Aalen führt mit einem absoluten Traumtreffer vom Zehner, vom 32-Jährigen. Das Tor des Wochenendes, vielleicht das Tor des Novembers. Luka Tankulic kann sich den hier einrahmen. Yannick Tyson ohne Möglichkeit. Aalen führt, der Tabellenletzte. Führt beim Tabellendritten. Spielaufbau von Düren. Verlagerung Richtung von Volz. Gegen Delemos. Der ist gelb vorbelastet. Geht nicht hin. Leon Volz. Hereingabe. Verpasst von Schlösser. Bagrat. Abgefälscht. Eckstoß Düren.
Und jetzt Anzuana drin für den Top-Torjäger. Der Weil Allen mit der Möglichkeit. Handspiel! Die Entscheidung gegen Düren. Lange hat es gedauert, bis dieser Freistoß ausgeführt wird von Tankulic. Dann bringt er den Ball rein. Wir schauen nochmal drauf. Sehen dann hier den Abschluss und den geblockten Schuss. Der Schussversuch kam von Yannick Borgmann. Hand war oben. Entscheidung von Cedric Gottschalk lautet Elfmeter. Kuruk gegen Tyson. Und es ist das 3:1 für Rot-Weiß Aalen. Durch Serhat Sibir Kuruk. 3:1. Das wird sehr wahrscheinlich die Vorentscheidung sein. Sollte es hier nicht noch ein absolutes Monster-Comeback der Thüringer geben. Kuruk überlegt, schickt Tyson in die falsche Ecke. Und damit pfeift Cedric Gottschalk ab. Rot-Weiß Aalen, der Tabellenletzte, gewinnt mit 3:1 auf der Westkampfbahn von Düren gegen den ersten FC Düren. Ein Schock für das Team von Carsten Wissing und Martin Grund. Björn Joppe darf sich über den ersten Sieg mit seinem Team freuen nach der Amtsübernahme bei den Münsterländern. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war es das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.